Darf man zwei Schwestern heiraten als Mann? Oder habe ich das mit Osman falsch verstanden? Allah yedik, Osman hat die Ruqayya erstmal geheiratet, dann ist sie verstorben. Radwallah alaiha. Dann hat er Umm Kulthum geheiratet. Und der Prophet sagte, nachdem Umm Kulthum auch starb, dann sagte der Prophet, wenn ich eine dritte habe, dann werde ich ihm geben. Osman, deshalb nennt man Osman so Nurain. Aber zwei Schwestern darfst du nicht zusammen heiraten. Das steht doch im Koran.